Wir hoffen, dass Sie der Mann sind, der dieser Aufgabe gewachsen ist. Ich kann Bevölkerung und Feind nicht auseinanderhalten. Die sehen für mich alle gleich aus. Sie sind der Kommandeur der US-Streitkräfte in Afghanistan und hatten mit dem Präsidenten eine Unterredung in 70 Tagen. Das, General, Sie müssen das wissen, ist ein Krieg, den Sie niemals gewinnen werden. Kann ich was für Sie tun? Nein, ich will Sie nicht unterbrechen. Der Krieg kann warten.